willkommen auf unserem YouTube-Kanal Baluf Integration Support. Heute wollen wir mal der Frage nachgehen, wie kann ich an einem IO-Link-Teilnehmer die Diagnose abwählen, so dass ich zum Beispiel bei einem Rundtaktisch oder Robotergreiferwechsel keine Sammelfehlermeldung in der Steuerung visualisiert bekomme. Normalerweise ist es ja so, wenn ein IO-Link-Teilnehmer getrennt wird, dann bekomme ich hier eine Fehlermeldung angezeigt, die mir genau sagt, was das Gerät für eine Störung hat. In diesem Fall einen Drahtbruch. Das bedeutet, der Geber ist defekt, die Leitung zum Geber ist defekt oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt aber einen Greifer zum Beispiel habe, den ich ablege, dann ist es ja kein Fehler, denn ich weiß, dass ich die Verbindung zu diesem Greifer trennen werde. Oder bei einem Rundtaktisch, wenn ich in die nächste Position takte, dann weiß ich auch, dass die Verbindung zu meinem IO-Link-Teilnehmer abreißt. Hier gibt es bei den Baluf-Geräten ein Modul, das sich IO-Link-Diagnose ein- und ausschalten nennt. Über dieses Modul kann ich kanalgranular wählen, welchen Kanal ich diagnostizieren möchte und welchen ich stumm schalten möchte. Man muss vorsichtig sein, wenn man das Modul einsteckt, dann wird generell alle Diagnosen disabled. Das bedeutet, man hat keine Möglichkeit, die IO-Link-Diagnose auszuwerten. Man muss diese dann erst händisch freischalten, aber das zeige ich in ein paar Sekunden. Die Adresse ist wichtig, die Ausgangsadresse 12. Hierin finden wir wieder für Port 0 das Bit 0, also 12.0 oder 12.7 für den Kanal 7 oder 12.3 für den Port 3. So, wenn man das jetzt an die Steuerung runterschickt, dann sieht man, dass alle Diagnosen deaktiviert sind. Das bedeutet, egal was wir hinten mit dem Gerät machen, es wird keinerlei Diagnose zum Gerät oder vom Gerät ausgegeben. Wenn wir jetzt hier die Smart Light auf Kanal 7 abstecken, bekommen wir das Blinken, aber wenn wir uns die Steuerung online mal anschauen, dann interessiert die Steuerung dieser Drahtbruch nicht. Auch wenn wir den Schreiblesekopf auf Kanal 0 ausstecken, geht der zwar weg, aber auch hier bekommen wir keinerlei Diagnose in der Hardware-Config angezeigt. Das bedeutet, wenn das Modul drin ist, ist erstmal alles stumm. Wenn ich jetzt die Diagnose vom Port 0 freischalten möchte, wir erinnern uns, A12.0 wäre der Kanal 0 und A12.7 analog dazu der Port oder Kanal 7. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte den Kanal 0 wieder scharf schalten und gehe jetzt her und stecke das Gerät aus, dann bekomme ich auch hier wieder die Fehlermeldung von der Steuerung angezeigt. Mache ich das gleiche jetzt auf dem Port 7 mit dieser Meldeleuchte, dann bekomme ich hier nichts mitgeteilt, weil diese Diagnose hier drüben ist noch deaktiviert. Das bedeutet, wenn ich jetzt hierher gehe und sage, auch diese Diagnose möchte ich wieder haben und stecke jetzt das Gerät aus, dann bekomme ich auch die Diagnose gemeldet. Praktisches Beispiel anhand des IO-Link-Schreiblesekopfes. Wir haben jetzt hier diesen Schreiblesekopf auf einem Robotergreifer montiert, fahren in den Greiferbahnhof und legen den Greifer ab. Bevor wir mit dem Roboter wieder wegfahren an den nächsten Greifer, legen wir dieses Bit auf 0. Jetzt können wir mit dem Robotergreifer verfahren. Wir fahren jetzt eine Runde im Kreis, fahren wieder auf den gleichen Greifer zurück, koppeln wieder an und enablen die Diagnose wieder. Und jetzt reißt die Verbindungsleitung zu dem Schreiblesekopf während des Betriebs und ich bekomme die Diagnose wieder ganz normal gemeldet. Also durch dieses eine Modul hat man die Möglichkeit, jeden Kanal einzeln zu muten. Wird zum Beispiel bei Rundtaktischen, Greiferwechseln oder ähnlichen Applikationen sehr gerne genutzt.
Immer Vorsicht, wenn das Modul drin ist und nicht aktiv die Bits angesteuert sind, ist die Diagnose komplett gemutet und es muss speziell durch die Ausgangsadresse 12.x für die Portnummer dementsprechend die Diagnose wieder eingeschaltet werden. So einfach funktioniert das mit den Balluff-Mastern. Sollte das Video gut gewesen sein und alle Fragen beantwortet haben, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und sehen uns bei dem nächsten Video.